Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute geht es um das Thema alternative Medizin und Schulmedizin in Bezug auf unsere Haut. Und dafür habe ich einen ganz besonderen Gast, Professor Dr. Dr. Peter. Er war dermatologischer Leiter in der Universitätsklinik Ulm, war auch in der Bundeswehrklinik von Indien über Pakistan nach Deutschland, hat einen unglaublich begeisternden Werdegang und ich freue mich heute sehr, wie wir über diese Kombinationen und sein Wissen reden dürfen. Seit 18 Jahren auch Klinikleiter. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist und ja, bleiben Sie dran. Hallo lieber Ralf. Danke, dass du heute da bist und ich bin total gespannt, einfach mal auch ein bisschen über dein Leben zu erfahren. Du hast ja bis zur Privatklinik, hast du mir vorhin erzählt, die du jetzt erfolgreich verkauft hast. Aber bis es dahin dazu kam, würde ich gern von dir erfahren, wie dein Leben so anfing, losging. Wie fing das an? Ganz unspektakulär. Ich wurde damals zu Hause geboren, wie das nach dem Krieg, also 1959, noch üblich war. Und durch den Beruf meines Vaters, er war als Elektrotechniker, Elektroingenieur tätig, hat unter anderem das Kernkraftwerk Gundremmingen seinerzeit mit aufgebaut, was gerade jetzt ja zugemacht wird in Deutschland. Und dann durch diesen Beruf habe ich einen großen Teil meiner Kindheit im Ausland verbracht, ein Jahr in Brasilien, später dann in Indien dort und dem heutigen Bangladesch, also damals Ostpakistan, also insgesamt 6 Jahre meiner Kindheit bis zum 12. Lebensjahr, praktisch mehr als die Hälfte eigentlich, hatte ich im Ausland verbracht, was natürlich mein zukünftiges Leben und auch den Blick auf die Welt und vor allem auf Deutschland immer sehr geprägt hat und bis heute geprägt hat. Und Indien ist quasi meine zweite Heimat. Ich bin auch immer wieder beruflich, alle paar Jahre mal dort, wenn ich meinen Vortrag wieder halte, habe gute Freunde auch in der Dermatologie in Indien, sodass sich das immer wieder ergibt. Mhm. Du hast ja einen ganz spannenden Weg auch noch über die Bundeswehr. Ja, das war eigentlich zunächst mal ganz unspektakulär. Mein damaliger zweiter Doktorvater, ich hatte 2 Doktorväter bei der ersten Promotion, sagte mal, der war Genetiker und sagte, ich bin Soldat geworden, so wie Gregor Mendel Mönch geworden ist, des Geldes wegen. Was stimmt, ich wollte mein Studium ohne Probleme absolvieren. Ich hatte meinen Studienplatz damals vor der ZVS, also Abiturschnitt stimmte, aber ich wollte einfach ein unabhängiges Studium führen können, ohne finanzielle Sorgen. Das hat auch funktioniert und ich hatte auch nie ein Problem damals. Das Thema Landesverteidigung war für mich überhaupt kein emotionales Thema, im Gegenteil. Mit den Auslandseinsätzen hatte ich dann schon Probleme, war mit einem Punkt, warum ich 2001 dann tatsächlich offiziell um eine Entlassung gebeten hatte, als Afghanistan gewonnen hatte. Ich habe damals schon gesagt, das wird in einer Katastrophe enden, da will ich nicht mit für stehen. Und dann habe ich mich damals entschlossen, eine Privatklinik zu kaufen, die damals in der Nähe von Ulm verfügbar war und die ich dann in den letzten Jahren eben geführt habe und jetzt gerade letzte Woche offiziell abgegeben habe. Was war da der Schwerpunkt in deiner Klinik? Also in der jetzt letzten Privatklinik, das war ein Schwerpunkt Gefäßchirurgie, Venenchirurgie, Hämorrhoidenchirurgie und Dermatologie. Wir haben also sowohl die Klinik als auch ein ambulantes MVZ oder 2 ambulante MVZs dort aufgebaut. Eins in Ulm, eins in Blaustein. Also Blaustein ist eine Stadt mittlerweile bei Ulm. Und haben ja dort eigentlich ganz erfolgreich die letzten Jahre gearbeitet. Und jetzt bot sich die Gelegenheit, das auch sozusagen einen neuen Lebensabschnitt auf den Weg zu bringen. Und ich bin ja nun 62 Jahre alt. Die Dinge können nicht ewig weitergehen. Frischer Wind ist auch mal erforderlich. Und ich habe auch noch ein paar andere Dinge vor. Ich habe jetzt mit einem Beratungsinstitut begonnen, mit dem ich dann Ärztinnen und Ärzten und auch Investoren helfen möchte in Deutschland, die Wandlungen, die wir gerade im Gesundheitswesen haben, angemessen entsprechend umsetzen zu können und ihnen zu helfen, die Komplexität des Systems zu verstehen, was in Deutschland wirklich nicht so einfach ist. Mhm. Ja, unser Thema heute ist ja auch die aus dermatologischer Sicht wirklich die Schulmedizin mit der Alternativmedizin zu beleuchten. Mhm. Wie ist es aus deiner Sicht? Ja, also das ist ein Thema, was mich eigentlich schon seit Jahrzehnten bewegt. Ich habe in meiner Antrittsvorlesung im Jahre 1997 in Ulm schon gesagt, es darf eigentlich keinen Gegensatz zwischen Schul- und Alternativmedizin geben. Denn die Schulmedizin vom Grunde her erhebt den Anspruch,
Dinge, die neu sind, die bisher in ihrer Wirksamkeit unbekannt sind, A, zu hinterfragen und B, zu prüfen. Und dafür gibt es Methoden, wissenschaftliche Methoden, wie das Experiment, also die Reproduzierbarkeit. Also es, wenn ich das unter derselben Bedingung dasselbe mache, muss es dasselbe Ergebnis bringen. Das ist einer der Grundsätze wissenschaftlicher Medizin. Und die müssen im Grunde auch für die Alternativmedizin gelten. Es gibt Bereiche, wo es schwierig ist, wie zum Beispiel in der Homöopathie, weil da sozusagen jeder Einzelne seine eigene Kontrolle ist. Da kann ich keine kontrollierten Studien machen. Aber in vielen anderen Bereichen, die gesamte Phytotherapie, also pflanzliche Medizin oder viele komplementärmedizinische Aspekte, können alle im Grunde mit denselben Techniken und Methoden eigentlich validiert werden und sollten auch validiert werden. Und was ich immer ablehne und immer abgelehnt habe in der Wissenschaft, wie auch die Wissenschaft der Medizin, ist eigentlich die Einstellung a priori, das kann nicht sein, das kann nicht funktionieren, da darf ich mich nicht, gar nicht mit befassen, das entspricht nicht sozusagen meinem Anspruch. Und das ist etwas, was ich eigentlich nicht mal in der Religion heute mehr finde, das ist nämlich Dogmatismus. Und Dogmatismus hat eigentlich eine wissenschaftliche zu suchen, aber wir haben Jahrhunderte Erfahrung mit wissenschaftlichem Dogmatismus. Da brauche ich jetzt gar nicht viele Beispiele anführen. Und leider gibt es ihn in der Medizin auch, was aber nicht vom Grundsatz her in der Schulmedizin überhaupt was zu suchen hat. Und vor dem Hintergrund habe ich gesagt, wir müssen die Dinge, die möglichen Alternativen, also andere Wege heißt das ja nichts, als nichts anderes übersetzt, tatsächlich prüfen. Und da ist natürlich das eine oder andere dabei, was schlichtweg Unsinn ist oder einfach nicht geht. Es gibt auch echte Scharlatanerie, die gibt es aber leider in der Schulmedizin auch. Und insofern muss man sagen, die Prüfung als solche darf ich nicht, gerade als Schulmediziner, darf ich sie nicht verweigern, weil ich sonst meinen wissenschaftlichen Anspruch eigentlich nicht genüge. So dieses, traue keiner Studie, die du nicht selber gefälscht hast. Ja gut, das war so ein typischer Churchill-Satz, ja. Der wurde ihm zugeschrieben, aber wirklich von dem stimmt, ist meines Wissens gar nicht so sicher, aber er ist zumindest gut erfunden und stimmt ja auch. Letztlich ist es ganz wichtig, also es ist eine tiefe Weisheit in diesem Satz und die Weisheit bezieht sich darauf und das vergisst man manchmal auch in der Schulmedizin, dass nämlich in dem Moment, in dem ich die Bedingungen kreiere, in denen ich eine Studie durchführe, definiere ich natürlich irgendwo auch, was letztlich herauskommt. Also eine gewisse Bias, Neuhochdeutsch, also ein gewisser Druck in eine gewisse Richtung, kann ich durch die Studienkriterien manchmal generieren und dann definiere ich bestimmte Dinge, die aber im System, in dem von mir geschaffenen System dann wunderbar reproduzierbar sind. Aber der nächste Schritt ist, zu prüfen, ob sie in der Realität tatsächlich auch relevant sind. Das hat man übrigens mittlerweile gelernt. In vielen großen Studien hat man heutzutage, gerade in der Dermatologie, hat es eine Revolution gegeben mit biologischen Präparaten zur Behandlung entzündlicher Dermatosen. Und da untersucht man heute, nachdem die Studien gelaufen sind, sogenannte Real-World-Data, wo man dann jahrelang noch nachträglich untersucht, ob tatsächlich das, was in der Studie vorhergesagt wurde, sich in der realen Welt, im realen Leben widerspiegelt und tatsächlich auch umsetzbar ist. Und da erlebt man auch immer wieder Überraschungen, bis hin zu von seltenen Nebenwirkungen, bis hin zu unerwarteten Wirkungen. Und das zeigt eigentlich sehr deutlich, dass man sehr genau aufpassen muss, wie man die Bedingungen definiert, unter denen man etwas untersucht. Und dessen muss man sich auch als Wissenschaftler immer bewusst sein. Ich darf also nie der Versuchung unterliegen, mein Modell der Realität für die Realität zu halten. Jetzt warst du ja ärztlicher Leiter der Dermatologieabteilung der Universitätsklinik Ulm. Hast du damals schon Alternativmedizin integriert? Ja, also wir haben das eine oder andere, das würde jetzt zu weit führen, wir haben ein paar Dinge natürlich schon tatsächlich auch experimentell kleinere Untersuchungen gemacht. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, wir haben mal eine Studie gemacht, die ist dann in München auch aufgegriffen worden, wo wir ein spezielles Produkt zur Darmstabilisierung bei Patienten mit chronischer Urtikaria, also Nesselsucht, eingeführt haben, was tatsächlich deutliche Besserungen gebracht hat, die auch in kontrollierten Studien sich darstellten. Wir haben in der Strahlenbiologie, das war ganz interessant, also kommen wir vielleicht noch drauf, habe mich mit ionisierenden Strahlen, also Röntgenstrahlen und atomaren Strahlung befasst in meinem wissenschaftlichen Leben. Da haben wir für die Behandlung der Folge dieser Bestrahlung, die sogenannte Strahlenfibrose, eine Kombination von Pendoxyphilin und Vitamin E eingesetzt,
bei Patienten, die durch therapeutische Bestrahlung diese Fibrosen hatten, mit gutem Erfolg. Und diese Studie wurde dann durch eine französische Gruppe am Institut Curie in Paris auch bestätigt. Also das sind so Zeile, wo man sagen kann, Dinge, die man auf den ersten Blick für fast nicht darstellbar hält oder unplausibel, die sich dann im Experiment, sprich in der Studie, tatsächlich bestätigen und dann Grundlage für neue therapeutische Wege liefern können. Und jetzt in deiner Venenklinik, wie seid ihr da vorgegangen? Da gibt es eigentlich, also da haben wir einfach, das sind natürlich vor allem die Dinge, die jetzt in diesem Bereich, ursprünglich hatten wir ja, also als ich anfing 2002, gab es eigentlich nur die klassische Option der sogenannten Babcock-Operation, also die Venen wurden herausgezogen, gestrippt, wie man so im Jargon sagte. Die Operation wurde von einem Herrn Babcock vor etwa 100 Jahren erfunden und seitdem auch immer wieder durchgeführt, ist bis heute auch die einzige Option, die man bei stationären Patienten mehr oder weniger im gesetzlichen System abbilden kann. Mittlerweile haben wir verschiedene endoluminale Verfahren, mit Laser, mit Radiofrequenz, wo man die Venen quasi von innen verschweißt und dadurch ein sehr viel schonenderes Verfahren, was in den meisten Fällen auch ambulant durchführbar ist, einsetzen kann. Neuere Verfahren jetzt, wo man bestimmte Kleber verwendet, was man die Venen von innen verkleben kann. Also, und einer unserer Gefäßchirurgen ist da sehr versiert in diesem Bereich. Und also da gibt es immer wieder Wege, die auch dann durch entsprechende Studien natürlich korroboriert werden. Und auch da muss man immer sehr genau hinschauen. Wenn ich eine Methode, die eben seit Jahrzehnten etabliert ist und auch gut etabliert ist, durch was Neues ersetze, muss das Neue erstmal sich beweisen, dass es tatsächlich mindestens mal dieselben Ergebnisse bringt. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil man auch Nachbeobachtungszeiten von Jahren, manchmal Jahrzehnten braucht. Und gerade an so einer Spezialklinik, wo wir dann 4.000-5.000 Patienten im Jahr gegebenenfalls behandeln. Wir hatten früher auch bis zu 2.000 stationären Patienten im Jahr. Da kann man natürlich entsprechende Zahlen generieren. Ähnliches gilt für die Dermatologie, wo wir eben in bestimmten Krankheitsbildern entzündliche Dermatosen, Schuppenflechte, Neurodermitis, um mal zwei der häufigsten zu nennen, entsprechend große Zahlen haben. Oder auch beim Hautkrebs, da gibt es überall entsprechende Wege, die man auch neu beschreiten kann. Aber immer natürlich mit Ethikkommission, eben im Rahmen der vorgegebenen Kriterien. Gerade bei diesen entzündlichen Hautkrankheiten, die konntest du erkennen, dass die jetzt zugenommen haben in den letzten Jahren? Wie hat sich so der Patient entwickelt jetzt über die ganze Zeit aus dermatologischer Sicht? Ja, es ist eine schwierige Frage. Es gibt dazu ein paar interessante Daten. Es gab zum Beispiel eine Ost-West-Studie mal vor mittlerweile fast ein Vierteljahrhundert, muss man fast sagen, also nach der deutschen Wiedervereinigung, gab es mal eine Studie zur Neurodermitis bei Kindern, weil man dachte, dass die ganzen Kinder aus der ehemaligen DDR, die in diesen Kombinaten, Bitterfeld und so, wo die ganzen Industriekombinate der DDR waren, also die Luft war ständig von allen möglichen Chemie verseucht, dachte man, da müsste viel mehr Neurodermitis auftreten. Das Gegenteil ist herausgekommen bei der Studie, dass die Kinder aus dem Westen, also eher Düsseldorfer Raum, also nach Westfalen, eigentlich viel häufiger Neurodermitis hatten. Und die Erklärung war dann, die war ganz spannend, dass die Kinder in der DDR früher in Horte gekommen sind, früher die Challenge des Immunsystems mit anderen Bakterien erfolgt ist. Und die dadurch offensichtlich, das Immunsystem offensichtlich dann eben genug zu tun hatte, sich damit zu befassen. Und die Kinder, die in Westdeutschland aufgewachsen waren, die dann eben nur bis zum dritten, manchmal bis zum vierten Lebensjahr auf den Kindergartenplatz warten mussten, lange oft in Ein- oder Zweikindfamilien aufgewachsen sind, die haben dann häufiger eben dann Allergien und Neurodermitis entwickelt. Und das heißt, und deshalb auch Kinder von Bauernhöfen haben äußerst selten allergische Erkrankungen. Auch Neurodermitis ist eher selten. Bei Kindern, die auf dem Bauernhof aufwachsen, ist nicht so, dass es gar nicht vorkommt, aber es ist sehr viel seltener. Also wirklich durch den Kontakt mit eben... Ja, das Immunsystem muss Erregern. Eben das, die Arbeit machen können, die, für die es eigentlich da ist. Zu viel des Guten ist auch nicht gut. Das kennen wir ja aus England. Da gibt es eine Region, die zu Zeiten des Manchester-Kapitalismus noch vor 200 Jahren noch extrem schlechte hygienische Bedingungen hatte. Die hatten eine extrem hohe Kindersterblichkeit und die Kinder, die dort überlebt haben, die haben ein extrem gutes Immunsystem gehabt, aber zum Preis offensichtlich einer frühzeitigen Gefäßalterung. Also die Leute sterben heute noch häufiger an Arteriosklerose, Herzinfarkten und so etwas. Das heißt, da hat sich ein genetischer Shift sehr schnell entwickelt, der bis heute noch vorhanden ist und noch nicht wieder kompensiert ist. Und was ist da die Ursache? Also nur die Hygiene-Thematik? Na, damals war es so, dass einfach die Kinder dort offensichtlich unter Extrembedingungen aufwachsen mussten.
Und die, die das geschafft haben, haben es nur geschafft, weil ihr Immunsystem wirklich alles Mögliche abgefangen hat. Und der Preis war ganz offensichtlich, dass sich dann an dem Gefäßsystem etwas entwickelt hat, was dann, oder es gab eine genetische Kombination, dass auf der einen Seite die Neigung zu arteriovenösen Erkrankungen gekoppelt war mit einem besseren Immunsystem. Solche Beispiele gibt es aus anderen Bereichen. Es gibt zum Beispiel eine Erkrankung, die Sichelzellanämie. Das ist eine Anomalie, die eigentlich einen Nachteil für den Menschen bedeutet, eine geringere Sauerstoffversorgung des Körpers, die aber gleichzeitig einen Schutz gegen Malaria bildet. Und deshalb gab es dann eine Selektion in den Mittelmeergebieten, die, als die früher noch viel mehr Malaria hatten, gerade Norditalien war ja ein einziges Sumpfgebiet, wo heute die ganzen Urlaubsorte sind. Und so dass dort eine Selektion im Sinne der Sichelzellanämie stattfinden konnte, aufgrund des Malariadrucks, der da war. Und da gibt es zahllose Beispiele, dass immer wieder bestimmte Nachteile mit Vorteilen erkauft werden. So spielt nun mal die Evolution. Gerade in der heutigen Zeit, wo auch sehr viel desinfiziert wurde bzw. wird, wir haben extrem scharfe Putzmittel auch im Alltag, dann eben Waschmittel. Ja. Also diese Einflussfaktoren kamen ja jetzt auch nochmal gebündelt dazu. Das ist sicher richtig. Auch unsere ganzen Hygienemaßnahmen, also ich sag mal, allein das tägliche Duschen, was heutzutage mehr oder weniger üblich ist, manche sogar mehrmals täglich, wenn sie noch Sport treiben. Und dann noch mit diesen Duschgels. Da wird natürlich der ganze Schutzmantel der Haut immer wieder mehr oder weniger malträtiert. Vor allem, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, die eingesetzt werden. Und da gibt es natürlich genau Ansätze, wo man dann mit entsprechenden alternativen Optionen wirklich Segensreiches bewirken kann, gerade für Leute mit einer höheren Hautempfindlichkeit. Denn gerade der Neurodermitiker, der Atopiker, hat einen verminderten, wie soll ich allgemein zu formulieren, Fettschutzschild der Haut und dadurch einen erhöhten Wasserverlust, einen erhöhten transepidermalen Wasserverlust. Das heißt, die Haut verdunstet mehr. Dadurch ist sie trockener von Hause aus. Und wenn der dann noch täglich duscht, dann ist natürlich ein richtiges Problem da. Und wenn das dann noch mit den entsprechenden falschen Präparaten geschieht, erst recht. Und dann gibt es ein Dauerproblem. Dann die Haut juckt, macht Ausschläge etc., was alles dann dazu führt. Und da sind wir natürlich im Thema, die Haut ist ja unser größtes Organ. Und je nach Ausprägung ist so kutanen Fettkörpers, also bei mir zum Beispiel sicher das größte Organ meines Körpers, mit über fast 2 Quadratmeter Oberfläche und bis zu 40 Kilogramm Gewicht, da kommt nicht mal der Darm mit. Und die Haut ist ein Immunorgan, wie der Darm auch, sowohl als aktiver Spieler als auch als entsprechendes Counterpart, auch des Nervensystems. Deshalb der alte Spruch, Haut als Spiegel der Seele ist nicht hundertprozentig richtig. Ich würde eher, denn ein Spiegel reflektiert ja nur, es kann mal ein Zerrspiegel sein, aber zunächst mal reflektiert er nur das, was reinkommt, während die Haut aktiv mitspielt. Und so, dass Hautkrankheiten natürlich für die Seele schlecht sind und umgekehrt seelische Erkrankungen sich an der Haut manifestieren können. Da dürfen wir auch nicht vergessen, dass gerade die Haut für uns Menschen was Besonderes ist. Dadurch, dass wir wenig Haare haben, im Vergleich zu unseren nächsten Verwandten, den Primaten, ist sie auch unser größtes Sexualorgan, was oft vergessen wird. Und alle Hautkrankheiten, wir haben eine unmittelbare Implikation auf diesen Bereich. Und das ist für die Patienten eben ein Riesenproblem für ihr Leben lang. Wie bist du jetzt vorgegangen, gerade auch bei der Auswahl der Mittel, die auf die Haut kommen dürfen? Was gibt's da für Kriterien, ja, wo du sagst, das sind Voraussetzungen, oder wenn diverse Stoffe in Produkten drin sind, das kommt auf gar keinen Fall auf deine Haut, so mit deinem ganzen Know-how jetzt für den Zuschauer, dass der mal einen Überblick bekommt. Weißt, wir werden ja auch immer gelockt mit diesem hier Bio und Natur und ohne Parfüm und ohne Hormone, und dann versucht man sich irgendwie mit irgendwelchen QR-Codes und Sicherheit-Warnhinweisen durch diese Industrie zurechtzufinden. Und es ist einfach unglaublich anstrengend. Absolut. Und nicht zu überblicken. Nicht nur für die Verbraucher oder Patienten, auch für die Fachleute. Es ist eine große Unübersichtlichkeit natürlich da. Vielleicht mal grundsätzlich natürlich das Wissen um das, was der Haut gut tut, ist erstmal nichts Neues. Die Dermatologie als eigenes Fachgebiet ist über 100 Jahre alt. Und man hat eben sehr früh gelernt, dass bestimmte Zusammensetzungen
guttun. Da gibt es auch uraltes Wissen, was also längst vor der sogenannten wissenschaftlichen Medizin schon da war. Also nicht so, dass unsere Vorfahren überhaupt nichts behandeln konnten, aber man hat es eben weniger systematisch, vor allem nicht kodifiziert, also sprich nicht aufgeschrieben, verschriftlicht, was das heutzutage oft schwierig macht, oder die Schrift ist nicht lesbar oder die Worte sind nicht mehr interpretierbar. Aber was ganz wichtig ist, was die Haut vor allen anderen Organsystemen oder von anderen Organsystemen unterscheidet, ist, dass die Grundlage selbst eine therapeutische Wirkung hat. Das heißt also, es ist eben nicht egal, ob ich eine Wirksubstanz, ein Steroid, ein Antibiotikum, was auch immer, wenn das eine oder die andere Salbe einmische, ob ich eine Creme nehme, eine Lotio, also es sind Unterschiede in der Zusammensetzung, die jeder Student im ersten Semester eigentlich lernt, das sogenannte Phasendreieck in der Dermatologie, also flüssig, Creme, Salbe, Paste, die in verschiedenen Zusammensetzungen dann eben die entsprechende Konsistenz ergeben. Heutzutage gibt es eben viele Zwischendinge noch dazwischen, Hydrolotion etc. Dann durch die Möglichkeiten der mikrosomalen Verpackung hat das sich nochmal komplett gedreht. Also das Ganze ist natürlich noch etwas komplexer geworden. Aber ein Problem bleibt bei all diesen Dingen. Die meisten kommerziell verfügbaren Hautprodukte, sei es Pflegeprodukte, sei es therapeutischen Produkte, als Grundlage Elemente enthalten, die man eigentlich als Abfallprodukt aus der Mineralindustrie erhalten hat, also Paraffin oder andere Dinge. Das heißt, beim Prozess des Raffinierens von Öl zu Benzin fällt alles Mögliche ab. Und das ist an sich nichts Ungewöhnliches, denn ich sage mal, in der Frühphase der Entwicklung der Medikamente, auch in der Frühphase der wissenschaftlichen Pharmazeutik, hat man oft einfach irgendwelche Substanzen genommen in den sogenannten Laborstudien, wo man einfach mal Tausende von Mäusen mit irgendwelchen Substanzen befinselt hat oder gegeben hat und guckt einfach, was passiert. Und bei tausenden Versuchen kommen vielleicht 2, 3 raus, wo dann tatsächlich was passiert. Dem geht man dann weiter nach und dann kommt es irgendwann zur systematischen Entwicklung eines Produktes. Also die Idee, Abfallstoffe zu verwenden, um sie dann sozusagen therapeutisch einzusetzen, ist eigentlich also gängig. Also da würde ich, Ralf, echt mit dir eine Sendung machen, wo wir wirklich die Kosmetik oder die Pflegeprodukte oder therapeutischen Salben, die wirklich, sage ich mal, so als Mülllager so verwendet werden. Also da. Ja, das ist also erstmal nichts grundsätzlich Schlechtes, weil wenn das Produkt natürlich nach entsprechenden Reinigungskriterien und so weiter, ist es alles am Ende natürlich, hat es nichts mehr mit altem Öl zu tun, aber man darf nie vergessen, wo es herkommt. Genau. Ja? Man darf nie vergessen, also das ist erstmal drin. Also wenn ich jetzt energetisch das interpretieren will, der verfaulte Baum, der ist eben auch in der Salbe hinterher drin, der vor ein paar Millionen Jahren mal verfault ist. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, wo man Substanzen verwendet, die tatsächlich aus verschiedenen anderen Produkten, pflanzlichen Produkten, lebenden Pflanzen, tierischen Fetten etc. dann generiert werden, die natürlich hautverträglicher sind. Also es gibt so ein Unternehmen, mit dem ich jetzt seit ein paar Jahren zusammenarbeite, Naturwerk heißen die, und der Gründer, ehemaliger Botaniker der Universität Ulm, Professor Rauch, sagt immer so schön, unsere Salben muss man auch essen können. Also was auf die Haut kommt, muss man auch essen können. Das finde ich sehr griffig und sehr eingängig. Das würde ich also mit einer paraffinhaltigen Creme nie empfehlen. Also wer es mal versucht hat als kleines Kind, der weiß, wovon ich rede. Ja. Und das ist eigentlich ein sehr spannender Ansatz. Und da habe ich in den letzten Jahren tatsächlich Erfahrungen mitgemacht, die sehr positiv waren. Ich denke, da geht der Weg auch weiter, aber auch da gilt, auch diese Produkte bedürfen eines wissenschaftlichen Ansatzes, was man nämlich nicht vergessen darf, also gerade wenn es um Allergien und dergleichen geht. Bei all dem, was wir an Chemie, sage ich mal, in unserer Umgebung haben, in unserer Umwelt, die potentesten Allergene sind nach wie vor die sogenannten natürlichen Bienengifte, Insektengifte, pflanzliche Gifte, Gift Efeu, wo der Name das schon sagt.
Toxidermatitiden, die normale Wiesenrese-Dermatitis. Wenn ich mich im Sommer auf einer Wiese regle und dann umdrehe und dann die in den Gräsern enthaltenen Furokumarine eine phototoxische Allergie mit Blasenbildung und allem generieren können. Also das zeigt, die Natur ist auch nicht so ganz ohne. Okay, also man muss schon genau hingucken. Und man also darf, ich sehe, wir haben unglaublich man viel darf nicht einfach pauschal sagen, nur weil es natürlich ist, ist es gut. Also so einfach ist die Rechnung auch nicht. Und deshalb wieder mein Petitum, auch in diesen Dingen wissenschaftliches Denken nicht zu vergessen. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Ralf. Unsere Sendezeit ist schon rum. Es war sehr, sehr spannend und ich würde mich freuen, wenn wir noch einige Themen, Strahlung würde mich mega interessieren, deine Erfahrungen aus der Geschichte, dann eben auch gute Basismedizin oder genau. Sehr gerne. Ja, danke. Wenn die Zuschauer jetzt doch noch ein bisschen Infos haben wollen zu einer vernünftigen Kosmetik, wo du sagst, okay, da bist du jetzt mit deinem Wissen wirklich zufrieden. Ja, also ich glaube, die Firma Naturberg hat eine Website, also naturberg.com oder sowas. Ja. Einfach mal gucken, da sind verschiedene Produkte drauf. Da kann man sich mal informieren. Ich selbst, wie gesagt, baue jetzt gerade meine Seite auf, swkconsulting.de. Da werde ich auch solche Themen sicher in Zukunft draufbringen. Wir werden auch kleine Videoclips drauf installieren, um zu bestimmten Themen auch so kleine Educationals zu machen und so weiter. Aber das ist alles gerade im Anfang. Wie gesagt, letzte Woche habe ich die eine Tätigkeit beendet. Und das, was ich jetzt die nächsten 53 Jahre machen möchte, das werde ich jetzt eben entscheiden. Ja. Und beziehungsweise entschieden habe ich es bereits, aber das Ganze umzusetzen, das wird natürlich noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist jetzt mein Anspruch. Also ich habe mal als Student ein schönes Buch gelesen, Winning the Game Scientists Play. Und da war ein schöner Satz drin, whatever game you want to play, play it as a professional. Mhm. Und in diesem Sinne, ich möchte jetzt diesen Bereich auch professionell aufstellen und das wird noch ein paar Wochen oder Monate dauern. Da bitte ich noch ein bisschen um Geduld. Umso schöner, dass du zu uns in die Schweiz kamst. Das war doch. Dankeschön. Und danke. Bis bald. Danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, immer wieder toll. Unsere Gäste mit so viel Erfahrung und Vielfalt. Ich hoffe, sie konnten wieder einiges für sich mitnehmen und freue mich, sie wiederzusehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.